Mein Name ist Rüdiger Meyer. Ich lebe mit meiner Familie hier in Rade. Das ist ein Ort mit 800 Einwohnern. Rade liegt zwischen Hamburg und Bremen, zwischen den beiden Metropolen, genau mittig. Also bis 2004 gab es in Rade eben die Möglichkeit, Lebensmittel zu erwerben. Und seitdem, das sind ja über 10 Jahre gewesen, gab es hier in Rade keine Möglichkeit, über ein Einzelhandelsgeschäft eben Waren für den täglichen Gebrauch zu kaufen. Dieses Projekt, es war ja ein Projekt, hat viele Bürger, Bürgerinnen zusammengebracht, die vorher vielleicht nicht so intensiv zusammengearbeitet haben. Und aus meiner Sicht ist es eben da sehr wichtig und bedeutend, dass sich Menschen, Bürgerinnen und Bürger engagieren, um eben Defizite in der Infrastruktur, im Zusammenleben oder eben zum Wohle anderer mitgestalten. Ja, wir haben ja einen Dorfladen mit Café und da geht es nicht allein um die Kaffeekultur, die wir dort dann zelebrieren wollen, sondern es geht auch darum, eine allgemeine Möglichkeit zu schaffen für hier Bürgerinnen und Bürger, sich zu treffen. Also das kann man dann quasi auf neutralem Boden dann hier gestalten. Ich denke auch, unser Café ist uns gelungen. Nur wir beide mit dem PKW, ne? Ja. Es kommt ja niemand aus dem Fach, wir sind alle Autodidakten. Und mussten aus dem Stand heraus erstmal schauen, vom Projekt her, wie bringe ich so einen Dorfladen auf den Weg, wie funktioniert er, wo müssen wir drauf achten. Und wir sind ja jetzt nicht mehr in der Pilotierung, sondern wir sind ja im Regelbetrieb. Und für mich, das hat mich sehr begeistert, hat Rade auch diese Kultur, die Bürgerinnen und Bürger, auch dies nachhaltig mitzugestalten. Wir werden dann eine Reinigungsmaschine für den Fußboden anschaffen, die liegt im Anschaffungspreis bei irgendwo 1.700 Euro. Also das passt ganz gut. Dann haben wir 300 Euro noch für Reinigungsmittel, die reichen dann auch nochmal für 2 Jahre. Also das Geld können wir gut gebrauchen. Dann.